Kein geringerer als unser Onkel aus Berlin. Was geht ab, was geht Geht's, ab, Onkel? was geht ab? Alles gut? Hi, nein, Bruder, jetzt. Wie geht's dir? Danke für die Einladung. Alles bestens. Wir sind hier in der. Ey, geil, ne? Man kann einfach Leute einladen. Ja, Mann, ganz einfach. Wie geht's dir? Alles okay? Ja, Bruder, was zeig dir geht, meine. Leute? Unser Onkel aus Berlin ist da. Wo bist du? Auch in ich der bin Shisha gerade. Ja, ich bin gerade in Berlin und brauche meine Shisha und genieße mein Leben. Genieße, Khalid. Ja, wir haben heute hier Ding jetzt Fußball geguckt, mal Fußball und sowas. Echt, ja? Hat eigentlich Barca gewonnen, Dicker? Barca hat verloren. Ne? Barca hat verloren und wer hat, Dortmund hat verloren. Na, das ist ja richtig schade, Dicker. Das ist nicht schön. So, wie geht's? Wie läuft's ab? Bist du alleine? Ich bin gerade mit ein paar Freunden aus Dortmund. Hallo, was sagst du? Hey Bruder, alles okay? Ich bin hier im Mal, Lara, was machst du? Wallah, Mal, hey, ja? Siehst du das, wenn die kommentieren? Ja, ne? Ja, ich sehe das, Bruder, ich sehe das. Ich grüße auf jeden Fall alle, die drinnen sind. Feiert schön. Ja, achso, der sieht das, ich das sehe wenn das, Bruder. Die kommentieren, ne? Ja, ich sehe das, Bruder. Guck mal, wen ich hier auch noch habe. Habibi Khal Momo, wie geht's? Salam alaikum, Khayyou. Alles okay? Bist du wieder vorbei? Ja, Onkel, wann kommst du wieder vorbei? Wann ist vorbei? Bruder, ich dachte, ich bin am 1. Mai eingeladen, oder? Ja, laut Information. Tag Promi-Rennen, Gelsenkirchen. 25.000 Leute werden erscheinen. Kommt vorbei, Leute. Echt, auf jeden Fall, ja. Okay, die fragen dich ein paar Fragen. Ahmed, was sagst du zu Galatasaray oder Fenerbahce am Sonntag? Wallah, Bruder, ich bin Galatasaray-Fan. Ja, Galatasaray-Fan. Ich war mal in bei Chelsea gegen Gala. Ja. Das sind die lautesten Fans, die ich je gehört habe. Echt, ja? Ja, ja, aber sind auf jeden Fall ist optimal. Issa ist auf jeden Fall zu Hause. Er guckt wahrscheinlich guckt er, undercover zu. Okay, die fragen dich, wie alt du bist. Was ist mit. Unser Onkel ist gerade mal 25 geworden, oder? Bruder, nee, ich sag schon meine. Also, ich sag nur die nackte Wahrheit hier, weißt du doch, weißt du, oder? Bruder, mein Alter kann ich nicht verraten, weil es fängt ab 30 an und umso älter, Bruder, umso jünger fühle ich mich. Also, AMG. Weißt du. Ja, Mann. Egal, was ist. Frag also, mal, was auf jeden Fall wo bist du immer? Ich bin hier im Friends Café, sieht man noch. Hier oben leuchtet das Friends groß. Ja. Wir gucken gerade hier ein bisschen. Ey, yo, Kimi ist auch. Becky ist auch drin. Sag mal. Sag mal, Mo soll Katze. Komm mal. Ey, das gib ist Gas. Ulasch, UK36, ja. Der hat auch eine Seite. Wallah, ja. Könnt ihr mal auch euch angucken. Checkt die Seite ab, all was mit T-Shirt zu tun hat. Like und teilen, verbreiten. Wer ist da drin? Der, unser Onkel aus Berlin, ne? Oh, Onkel, wie geht's dir? Alles gut? Hey, Bruder, grüße dich, Bruder. Beste Mann. Habe, Bruder, danke dir. Ey, Ulasch, hast du Kopfhörer, man hört nichts. Warte, ich bring dir Kopfhörer. Ich hol mir jetzt auch Kopfhörer. Ja, mach das. Hört man besser, ne, mit Kopfhörer? Auf jeden Fall, Bruder. Wenn du ohne Kopf hast, dann musst du gerade so machen. Was soll ich zu Real Madrid sagen? Ja, Grüße zurück, André. Ey, ich sehe nicht alle Kommentare. Doch, ich sehe, Bruder. Ja, ich hab die auch nicht jetzt gesehen. Ja, mach ich auf jeden Fall. Okan Didi. Ja. Ey, gib mal Kopfhörer, Ulasch. Wann kommt wieder Kampf von Alt rein? Ahle, wie geht's du dann? Bald, was für ein Landsmann bist du, Patron? Fragen die Leute. Bruder, ich bin aus. Bruder, die Leute wollen es entweder nicht kapieren, Bruder, oder sind auf den Kopf gefallen. Also, ich bin aus Martin, Bruder, und bin in Syrien geboren. Ganz einfach.
Sozusagen kurdischer Libanese vom Beit Biri. Sowas gibt es nicht kurdisch Libanese. Unsere Herkunft kommt einfach aus Mabdi. Ich hab jetzt besser alles, natürlich. Ja. Boah, danke, Alter. Man hört sonst nichts, ja? Yo, jetzt höre ich dich richtig gut, ja? Okay. Ja. Naif, du stellst mir Fragen, Bruder, und ich beantworte. Was sagen wir dazu? Ja, das ist gut. Das ist ja, gut. Oder? Also, Leute, ihr könnt mir auch helfen bei den Fragen stellen. Was jetzt mit Ahmad, was ist jetzt mit KMN? Ist irgendwie ruhiger um die Sache geworden? Habt ihr euch vertragen? Bruder, auf jeden Fall kein Kommentar um die KMN, weil die Sache ist erstmal in Bearbeitung mit Aktenzeichen. Sobald die Akte zu beendet ist, dann können wir uns wieder vor Ort melden. Okay, KMN, KMN ist erstmal außer Dinges. Okay. Wie viele Verwandte hast du? Also schätzungsweise 6.000. Und da kommen die Nebencousins. Kennst du das? Das sind Nebencousins. Also Bruder, ich schenke dir, also ich würde dir locker von meinen Verwandten dir locker so 50 Stück schenken mit Schleife. Aber da sind doch auch schon eine Gang, ne? 50 Stück kannst du was Gutes anfangen mit. 50 Stück kannst du Deutschland übernehmen. Die Leute fragen, nein, feierst du KMN? Also musikalisch muss man echt sagen, die Jungs sind eigentlich okay, aber... Wallah, Bruder, musikalisch finde ich, die feiere ich nicht, Bruder. Ja, da hast du selber gesagt, die sind sehr gut musikalisch, das finde ich auch. Ja, aber Bruder, ist Geschmackssache. Der eine feiert die, der andere nicht. Und ich bin der Meinung, Bruder, ich feiere diese Musik nicht. Ja, das ist so wie schönes Essen. Schönes Essen sieht gut aus, aber manche schmeckt nicht. Gibt's oft so eine Sache, ne? Yani wie die, ja, Bruder. Yani charaktermäßig sind die nicht halt die Topsten, aber so musikalisch muss man echt sagen. Bruder, die sollen mal einmal ohne diese Audition mal rappen. Das will ich mal erleben. Ohne ja, diese Zusatzmusik. Dann bin ich dabei, Bruder. Dann kann ich sagen, ob die wirklich gut sind oder nicht. Aber so, guck mal, so kannst du nicht, ja? So kannst du nicht unterscheiden, ob die wirklich Baba rappen oder nicht, Bruder. Ja? Sobald extra Instrumenten da sind, Bruder, dann. Ja, das ist meine Meinung. Ich habe aber auch gehört, ehrlich, ohne zu haten oder so, habe ich gehört, live sind die nicht so gut. Ja, Bruder, also laut Informationen habe ich gehört, wenn die auf Tour sind, Bruder, nehmen die diese extra Gerät mit. Damit es sich auch anhört. Nach Auditune. Was? Wallah, sowas kenne ich gar nicht. Ich bin ja nicht in dieser Branche aktiv. Ja, ich krieg da die Info, mehr nicht. Hier ist noch eine schöne Frage. Was sagst du zu Hells Angels? Bruder, viele sind meine Freunde. Und meistens, die ich sehr, sehr eng befreundet bin, sind ja aus Berlin und aus Gießen. Ja, ne? Ja. Also ich habe auch nichts gegen diese coole Menschen, aber ich würde niemals in eine Gruppierung selbst reingehen. Aber es sieht ja auch nicht so aus, als ob ich in einer Gruppierung reinpassen würde. Ja, das war ein gutes Argument. Patron, was ist passiert, wo du in Dresden warst? Was denn? Oh, hier kommen jetzt voll viele Fragen hier, ja? Ja, wir nehmen erstmal diese Frage. Was passiert, wo du in Dresden warst, fragt einer. Ich kann wieder nach Dresden fahren, wo, das ist auch kein Problem. Okay, weil da ist nichts passiert. Was soll da passieren, Yasser? Okay, hier ist auch eine. Ahmed Omayrat fragt, was ist mit Samra? Ja, Bruder, Samra ist eine lange Geschichte, Bruder. Der Zug ist abgefahren. Ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute. Ja, was soll ich da sagen? Ja, ne? Mann, das ist so. Das kenne ich selber. Gehabt, wir haben ja selber. Er hat die Chance gehabt, aber. Wir haben selber mit Viva ein bisschen Streit gehabt, aber die war ein bisschen stärker als wir. Ja, genau. Ja, komm, die nächste Frage, Jungs. Nuri, Patron, kennst du Esfeld? Ja, das ist so eine unnötige Frage hier. Bosnien, Ahmad soll... Bruder, würde Kommentare brauchst du nicht zu kommentieren. Nein. Das sind so unnötige Fragen. Also, da fragt einer, kennst du den SL-Fahrer aus Paderborn? Wow. Nee, kenn ich nicht. Du viele Leute. Was ist eure Meinung zur 187 Straßenbande? Also meine Meinung ist auf jeden Fall, diese Jungs gehen krank ab und
auf jeden Fall verdienter Erfolg und die sind immer noch asozial, wie die vorher waren. Das ist Killer. Die haben sich nicht verändert für Fame und für Geld. Was sagst du zu denen, Patron? Meiner Meinung nach, 187, Bruder, der hat wirklich alle zerrissen, zerbombt, was über dem Weg ist, Bruder. Die sind ja wie die deutsche Einheit. Also ja, diese damals, Christen Nazi mit ihre, ja, mit ihre Panzer, ja, ja, die haben alles umgehauen. Die sind, aber die sind auch viele, die teilen gerne ihr Brot, ist mir aufgefallen. Ja, Bruder, ich feiere auf jeden Fall die Jungs. 187. Die können auf jeden Fall, da kann man sich was abgucken von denen. Die sind sehr. Bruder, ich war letztes Mal im. War letztes Mal auf dem Konzert in Berlin, Bruder. Es waren 9000 Menschen. Das war abnormal krass. Krass, 9000 Leute. 9000 also, Menschen, Bruder. Wir persönlich waren einmal in Kiel, da haben wir wie viel geschafft, Mo? 4500 Leute haben wir geschafft, das war Maximum bei uns. Ja. Hey, Bechar, Aschamit, gib doch mal. Der sagt Aschamit und sowas. Nein, Aschamit, Aschamit. Wallah, Alhamdulillah, Bus, Eilichar. Akel Eilich. Nächstes Mal, nächstes Mal. Auf jeden Fall, Dika. Okay, habt ihr Sinti-Freunde? Wenn ja, wie heißen die? Ja, ich kenne viele Sintis, aber polnische. Ich kenne auch Sinti, Bruder. Die sind aber, die haben mal so einen komischen Akzent, Bruder. Die kann ich überhaupt nicht nachsprechen. Hören sich ja wie Bad Simsemann. Wirklich. Ich weiß, die haben die komischste Akzent, wenn die Deutsch reden. Ja, die haben richtig krasse Namen. Einer heißt einfach Chanel, der andere heißt Rolex, der andere heißt. Ja, ja. Ja, so heißen die. Aber von einem Kollegen, der Sohn Rolex. Von dem Zigeuner, der Sohn Rolex. Okay, das ist auch eine gute Frage. Redet er Arabisch, Persisch oder Kurdisch? Bruder, ich rede Arabisch. Ganz einfach. Arabisch. Ja. Arabisch. Okay. Boah, wir haben echt viele Kommentare hier. Warte mal, ich suche mir ein paar. Nein, ich hatte Stress mit meiner Ex-Freundin. Die hätte ihn geschlagen. Ja. Aber keine Scheiße. Eine Frage: Hast du deutsche Papiere? Wie bitte nochmal die Frage? Hast du deutsche Papiere? Leider nicht, Bruder. Siehst du aus? Ich glaube nicht. Nee. Also, siehst du? Prada oder Rolex? Was würdest du? Rolex, Herr. Okay, genau. Das ist auch eine gute Frage eigentlich. Ne? Aber ich weiß nicht jetzt, ob du mir die beantworten wirst. Komm, schieß los. Wie steht Patron zu Azad? Wallah, Bruder, ich kenne die Person nicht. Der ist leider im Knast. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Bruder. Wenn er rausgeht und der Meinung ist, dass er seine Ansage macht, Bruder, soll er machen. Wir stehen immer bereit. An Contra, Junge. Aber ich habe gehört, der ist eigentlich ein cooler Typ. Also ich habe Freunde aus Stuttgart, die sind sehr gut. Bruder, kann sein, mag sein. Alles ist möglich. Ich weiß, wir wissen ja noch nicht, ob der sich irgendwo eingemischt hat. Solange würdest du mit 187 in die Gruppe gehen? Also meinst du ich? Ja, fragt einer. Würdest du mit 187 in die Gruppe gehen? Nein, Bruder. Also wir haben jetzt auf jeden Fall sind zwei Künstler von mir auf dem Weg, Bruder. Die sollen auf jeden Fall, das dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall, lasst euch überraschen. Sind zwei super Künstler. Und bald wird, glaube ich, Berlin ist mein Bitch erscheinen. Aber in perversen, abgefuckten Visionen. Ich bin gespannt. Mein Support ist sowieso da. Nein, ich bin okay, Palästinenser. Bruder. Ja, ich bin Palästinenser. Was ist Patrons Lieblings-Shisha? Also ich rauche gerne Lemon Chill und Watermelon Chill. Ja, genau. Wir haben ja zusammen geraucht, ne? Ja, weißt du noch? Was einfach, ey, wie heißt der Laden, wo wir waren in Dortmund? Wo wir waren? Lagaluga. Okay. Was ist eure Traumuhr? Meine Traumuhr, ich weiß nicht jetzt. Ich habe irgendwie keinen Traum. 3 Millionen Rublo. Hast du eine Traumuhr, Patron? Ja, Rolex, Bruder. Welche? Nein, nicht, ob du eine hast. Ob du eine Traumuhr hast. Was du dir erträumst. Voilà, Bruder, Träume kann man zerbrechen. Also ich träume von einer Fossiluhr. Ja, okay. Gabriel Bato, welches Auto hast du, Patron?
Bruder, ich fahre U-Bahn und Bus. Ja, ich auch. El Shermi Malik, woher kommst du aus Libanon? Wallah, hier sind sehr interessante Fragen. Woher kommst du aus Libanon? Was? Woher kommst du aus Libanon? Aber das ich komme nicht aus Libanon, ich bin in Syrien geboren. Aus Türkei, Mardin. Aus Syrien. Bruder, nutze die Information an alle. Ich glaube, Bruder, sind entweder schwer vom Begriff oder keine Ahnung, was da gerne was. Wir Araber kommen, Bruder, ursprünglich aus Mardin, Bruder. Und damals, Bruder, der eine ist nach Libanon abgehauen, der eine ist nach Syrien abgehauen und haben sich verteilt. So, ich hoffe, die haben die Frage jetzt verstanden. Ich bin zum Beispiel Palästinenser, aber meine Eltern sind im Libanon geboren. Siehst du, ha? Wegen dem Krieg sind die alle abgehauen. Ja, also ich weiß nicht, was man noch erklären soll, Alter, ja? An der Sache. Würde, das ist auch eine gute Frage. Toprak Gümüş. Würde er dort Dortmund leben können? Niemals, Bruder. Nie im ganzen Leben. Tut mir leid, sorry, aber das ist nicht mein Stadt, Bruder. Berlin ist mein Bitch und das bleibt auch so. Bist du überhaupt da geboren? Also bist du direkt da hingegangen? Lebst du schon immer in Berlin? Also ja, ich bin auf jeden Fall von Syrien direkt Flughafen direkt in Berlin angelandet, bin ich auch mal geblieben. Ja, Mann. Steht ihr zu Albaner? Also Albaner sind... also Bruder, ich habe, glaube ich, 40% meine Freunde sind Albaner hier in Berlin. Ehrlich, ich habe echt viel Kontakt mit Albanern. Richtig coole Menschen. Ich auch, Bruder. Meine besten Freunde sind Albaner. Ich versuche gerade, was geht ab, auf Albanisch zu sagen. Aber ich krieg's nicht hin. Schreib das mal in die Kommentare, was geht ab. Zu wem hältst du... Manuel fragt, zu wem hältst du in der Champions League, Patron? Voilà, Bruder, Real. Ganz einfach. Real? Ja. Turan, ein Freund von mir, der Besitzer von dem Laden, fragt, kennt er Mall of Shisha in Berlin? Ja, kennen wir. Ja. Wie alt ist Patron? 18 Karat, bester Rapper, richtig? Fragt einer. Ob du 18 Karat, also als besten Rapper siehst. Ja, Bruder, ist 18 Karat, Bruder. Was heißt bester Rapper, Bruder? Er ist auf jeden Fall krass vor Ort. Der gibt Gas. Aber, Bruder, ich weiß nicht, es sind viele Rapper, die gut sind. Man kann nicht sagen, er ist der Beste. Jeder ist gut auf seine Art und Weise. Oder Beste auf seine Art und Weise. Ey, Patron, das ist eine geile Frage, Bruder. Würdest du bei Party, Bruder, mitmachen? Bruder, das ist eine Art... Bruder, also vielleicht... wie das sagt man, Gastauftritt. Ja, das kann ich gerne machen. Ja, Mann. Nein, ich sehe dich in meinem Herdebahnhof, aber bist nicht alleine im Auto. Okay. Oh nein, Papi, jetzt Handellag, willst du mich mal erzählen? Findest du Azit was Besseres? Findest du, dass Azit was Besseres als die KMN-Gang verdient hat? Wie nochmal die Frage, bitte. Einer fragt Leon, findest du, dass Azit was Besseres als die KMN-Gang verdient hat? Bruder, ich kenne ihn nicht, Bruder. Ich weiß ja nicht, was für ein Person ist, wer er tickt, was er drauf, was für ein Mensch er ist. Keine Ahnung, ich kann über ihn nicht beurteilen, Bruder. Der muss erstmal aus dem Knast rauskommen, Bruder, ein paar Interviews, dann kann ich wahrscheinlich aus der Ferne ihn, glaube ich, mit Ach und Krach beurteilen. Bis gleich. Ja. Welchen Bezirk wohnst du in Berlin? Ich wohne in Morbid. Aber du bist mal Ahmed El-Fadon, du bist mal Yassin, er hat heute Geburtstag. Heute hat einer Geburtstag, der heißt Yassin, Onkel, du sollst ihn grüßen. Okay, Bruder. Yassin, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, Bruder. Feier schön, gib Gas und inshallah noch 100 Jahre dazu. Ahmed fragt, hast du Streit mit Arafat? Ey, warte kurz. Patron. Assalamu alaikum. Alles okay? Ey, ich brauch Ladegerät, Ulaj. Ulas, Bruder, ich brauche Ladegerät. Boah. Onkel, einer fragt. Ja, Bruder. Hast du Streit mit Arafat? Ahmed fragt. Nein, Bruder, das stimmt überhaupt nicht. Okay. Das ist alles Lüge, Bruder. Wie stehst du zu Sammy Miri? Bruder, das ist mein Neffe. Was soll ich da sagen? Ich liebe dich. Das ist der beste Mensch. Wallah, ich liebe ihn. Ja. Okay. Auf Albanisch heißt was geht? Kishe je, Kishe je.
Ahlin, Habibi. Warte, wir haben noch einen Special Desk. Der Schauspieler von 5 Blocks. Bei 5 Hamilton. Lala, 4 Blocks. Kennst du die Serie? Nein. Ja, 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 kenn ich. Ja. Kenn ich, geil. Boah, hier sind 1000 Fragen, ja, ich komm nicht. Wollen wir einen Abend von Wie viele Cousins hat er? Ja, Bruder, keine Ahnung. Wie viele Cousins hast du eigentlich? Ich? Ja, ich bin Waisenkind. Eine ganze Menge, Alhamdulillah, Bruder. Von denen kann man immer alle profitieren. Leute, ich hab keine Freunde. Er hat mich eingeladen. Ey, das ist geil. Wallah, das ist eine gute Frage. Ahmed. Ja, nice. Wie viele Nackenschellen hast du schon verteilt? Fragt Yusuf. Ehrlich gesagt, eine ganze Menge, bitte. Warst du schon mal in Nürnberg, fragt einer. Nein, doch, oder? Ja, war ich einmal. Aber schon lange gehört live zu Miri-Clan. Bruder, du kriegst so einen Stempel, Miri-Stempel. Auf dem Rücken. Nein, ich bin nicht in Dortmund, Leute, ich bin in Mal. Nein. Auf jeden Fall, okay? Ey, die Kommentare sind weg, weil mich einer angerufen hat. Ach, hier, geht. Nein, ich verabschiede mich, Bruder, ja? Ach, außer ab, tamam. Okay. Okay, Bruder, ciao, ciao. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns 1. Mai, ne? Ciao. Du musst jetzt auf dein Bildschirm klicken und danach X. Ja. Wallah, ja. Ja, das ist Technik von gestern. Was geht ab, Leute? Ich bin hier noch mit Meho und mit Mo. Luca 36 ist auch am Start. Fragt uns was. Stellt Frage. Schöne Grüße an FC Rajdi, Erik Knausen. Ort bei Familie Altsein. Beste Mannschaft, Kreisliga gehört uns. Was, nur Kreisliga? Ja, Bruder, Kreisliga gehört uns dieses Jahr. Aufstieg. Ich dachte, ihr spielt nur in der Bundesliga. Wo ist Exxon Altsein? Exxon Altsein. Der alte Albanese. Das ist ein Fachro Kuchara, ja, Kerl. Ach, der ist blockiert. Bezahlst du Schutzgeld? Ja, ich bezahle Schutzgeld bei Moho. Der ist ja auch von der arabischen Großfamilie. Muss sein hier. Muss ich 5 Euro? Schutzgeld ist da. Heute 5 Euro Schutzgeld. Oder 10 Euro? Heute 20 Euro und eine Pfeife. Okay, scheiße. FC Rajdi, allerbeste Mannschaft. Welche Shisha kannst du empfehlen im Umkreis von Düsseldorf, Dortmund, Duisburg? Duisburg, Two Steps, Düsseldorf, Oase, Dortmund, Five Rooms. Was taugt euch mehr, AMG oder Empower? Wallah, AMG, Bruder, nichts geht über Ausländer mit Geld. Live, gibst du? Muss mal CL-Gänger, und welcher Tabak ist der beste Apfel, Doppelapfel? Live, du hast einen Doppelgänger. Mo, was ist das für eine Uhr? Ein Audemars Piguet. Mo, arbeiten wir auch, Mann? Ja, ich arbeite. Wenn ihr arbeiten wollt, schreibt mich an. Wenn ihr arbeiten wollt, schreibt mir privat. Ich oder mir. Bring oder nein, schreibt nicht Mo. Schreibt mir, weil ich werde euch zu Mo weiterleiten und dann kriege ich natürlich meine Prozente. Ja, oder so, geht auch. Jeder verdient. Gabriele, warte, Mo, gibt's nicht? Ja, ich geb. Also gib Gas. Gib Gatscha. Welche Shisha-Bar kannst du in Recklinghausen empfehlen? Also hier mal auf jeden Fall Francis in Recklinghausen. Ja. Hast du noch dein weißes? Nein, hab ich nicht mehr. Seid ihr gefährlich? Sind wir gefährlich? Wir gefährlich? Wer schreibt das? Dann guck dir doch dieses Gesicht an. Guck dir dieses Gesicht an. Seid ihr gefährlich? Guck dir dieses Gesicht an. Ich weiß nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Kommt drauf an, wenn Leute uns gefährlich sehen wollen, können wir gefährlich sein. Welches Modell ist das von AP? Würdet ihr auch anbauen, ist hier die Frage. Royal Oak. Roségold. Willst du noch die Leute ein bisschen unterhalten? Also ey, edit mich übrigens alle auf Snapchat, Prinz mit Z, P-R-I-N-Z, _ Naif, wie mein Name. _ Altsein. Und edit mich auf Instagram, Naif, _ Rassalan und
Edit mich auf YouTube, Knife Rassalan TK. Ja, ich war mit Marina Wilks zusammen. Hat die Knife geschlagen, habe ich das gemacht. Hey, geht auf YouTube, auf Knife sein Account. Demnächst kommen da neue Partybruder-Folgen übrigens. Partybruder wird wieder am Start sein. Mustafa, wo ist ein? Der kann auch mitnehmen, der Habibi. Welche Baujahr ist seine C-Klasse? 2015, Dicker. Lass mal hoch. Rechts, 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 rechts. Ey, übrigens, dieser Mann hier, der ist Single, falls ihr ihn noch haben wollt. Er ist noch nicht verlobt, noch nicht verheiratet, hat um die 20 Villen in Libanon und in der Türkei. Passt das? Hier in Deutschland ist er auch sehr gut am Start. Und dieser Typ hier da hinten, den ihr seht, der ist der Hooker. Hooker 36. Sanchez Mario ist ein Hurensohn. Wieso? Einfach so. Du bist ein Hurensohn. Wo ist der? Siehst du nicht, ich sehe das. Du bist ein Hurensohn, deine Mutter ist eine Hure und deine Oma ist auch eine Hure. Das, solche Wörter sagen wir nicht, Mo. Doch, du bist ein Hurensohn. Nein, sowas sagen wir nicht. Ey, machst du Urlaub im Libanon? Ich war da schon über 15 Mal, ich war 2006 im Krieg im Libanon. Hat Steven schon eine Nummer im Club geklärt? Steven hat alle Nummern im Club geklärt. Alle, Bruder. Also, von Frauen genommen, da waren keine Frauen. Also Leute, ich bin euch ehrlich, ich habe eine Zeit lang nur Frauen kennengelernt, weil Steven die immer angeschrieben hat und dann kamen die immer... So, wenn ich auf Partys oder so war, haben die mir dann gesagt, ey, ein Freund von dir hat mich angeschrieben und ich wusste ganz genau, das war Steve. Grüße nach Osnabrück zurück, Habibi. Hast du noch mit Bruder Kontakt? Ja, klar. Grüße aus Bremen, Bremen beste Stadt, meiner ich esse. Muss mal wieder nach Bremen, ne? Was geht ab, Leute? Was geht ab? Macht ihr mal Juno? Was ist Juno, ja, Selami? Das ist so eine Live-App. Echt? Was kann die? Gehst du live und hast du so auch Abonnenten und so. Jalla, ab morgen Juno. Collins. Kann man da Geld verdienen? Knife ist arm, nicht kein Geld. Schickt ihm alle 1 Euro. Alle 1 Euro auf mein Konto, bitte. PayPal hat mich aber gesperrt, nur per Überweisung geht. Grüße nach Nürnberg. Nach Inderbahn. Schöne Grüße. Live, Grüße an welche Leute. Russi, Shushaba. Grüße, Mann. Oh, wie teuer das? Die kostet neu 40.000. Neu. Geklaut? Hä? Geklaut? Ja, hab ich geklaut. Von Knife. Und wie teuer ist sie geklaut? Geklaut 8.000. Ohne Zertifikat 8.000. Hartz IV und die Welt gehört dir. Erinnert ihr euch noch an die Mausefalle Amadeus Eschwege? Ja klar, im Amadeus. Das Mausefalle. Da war wieder, das war für selbst. Das war da, wo die Bullen gekommen sind, ne? Ja, die hatten nichts. So, Anni und Bullet haben zu hart gefeiert im Backstage und dann kamen die Bullen. Julian Guccissima, was geht ab, Bruder? Diese Woche ist seine Party im Essence. Check die alle ab. Champagne for the pain, Moro. An die Leute aus Duisburg und Umgebung, die allerbeste Shisha-Bar in dem Umkreis von 50 Kilometer, Two Steps King. Okay, Leute, wir gehen jetzt offline. Hast du noch was zu sagen, Mo? Ja. Geht auf YouTube, abonniert den Knife-Kanal. Ah, das ist eine coole Frage. Hat deine Hand wehgetan bei Folge 9 mit der Tür, Bruder? Nein, Bruder, meine Hand ist noch stark. Guck. Die riecht nach Krankenhaus. Die riecht nach Krankenhaus. Nein, das ist nach Tod. Das ist die Todesfaust und das ist die Krankenhausfaust. Guck, die ist hart wie Beton. Beton. Wenn du damit eine kriegst, gehst du zurück in die Vergangenheit. Hier. Eyo. Yo, Leute, ich küsse eure Herzen. Passt auf euch auf, wir sehen uns. Erinnert mich alle auf YouTube, Dicker. Peace, love and ice cream. Ich bei Snapchat.